Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 108. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ich treibe mich hier auf meinem Server rum und schaue mir Dinge an, die von den Spielern hier gebaut wurden. Über 100 Leute waren mittlerweile hier, die haben Spuren hinterlassen. Und ich bin auf der Suche, bin auf Akur Mond und wurde hier, finde ich, Argent Spire, Argent Spire, wie auch immer. Komischer Name. Hier. Argent Spire. Keine Ahnung. Ein Gebäude, das haben wir schon mal so ähnlich gesehen, bin ich der Meinung. In einer der vergangenen Episoden, ich glaube, der Apokalypse hatte das mal gesetzt. Kann ähnlich sein, kann dasselbe sein, kann aber auch was komplett anderes sein. So. Landeplatz gibt es ja dooferweise nicht. Oder Moment. Das Ding, an was ich mich erinnere, das hatte doch oben irgendwo so eine kleine Plattform. Oder? Nee, täusche ich mich. Oder doch, da an der Seite. Aber ah, ist ein bisschen fipsig, würde ich sagen, oder? Da passen wir wohl nicht auf. Ah, wenn die Kanone nicht da wäre, eventuell. Oder? Irgendwer hat da angedockt. Ein bisschen schief, ein bisschen schräg. Naja, so einigermaßen. Ich muss hoffen, dass es hier bleibt, weil ich bin noch eben wieder durch die grüne Barriere geflogen. Und da passieren ja auch komische Sachen. So, schauen wir uns mal um. Ich glaube, wir machen mit oben rum. Wir fangen mit oben rum an. Aber ich glaube, wir sind oben rum schon gerade fertig geworden. Mehr ist hier nicht. Es ist ein großer Hohlraum. Schön gestaltet. Super interessante Form. Und ich weiß nicht, haben wir das Ding so in der Art schon mal gesehen? Ist auch lange her. Ah, macht ja nichts. Schauen wir uns das nochmal an. Ist es wert, würde ich sagen. Gib doch mal Informationen. Kiefe oder Kiew. Irgendjemand hat sie gebaut im Workshop. Und irgendjemand hat es hier gesetzt. Vielleicht finden wir noch Hinweise auf den Erbauer oder den Hinsteller. Auf den Hinsteller. Okay, von hier kam er. Hier geht es einmal runter und da hinten ist eine Tür. Könnte sein, dass sie auch zum selben Ziel führt, sozusagen. Ja, im Medic-Bereich. Das sind ja nicht schöne Formen und Texturen. Ist doch toll, oder? Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe schon mal gesehen. Und normalerweise würde ich dann an sowas vorbeifliegen, aber da ich es halt von der Formgebung her so abgefahren finde, machen wir hier nochmal schnell eine Tour durch. Ein Mini-Gärtchen. Oh, hier fehlt es ein bisschen an Durian. Kann das sein? Haben wir hier noch irgendwo? Hier war doch Küche, oder? War hier Küche? War hier irgendwo? Eine Kochgeschichte? Mir war so? Nee. Oh, nee, hier geht's ganz runter. Achso, hier geht's dann geradeaus rüber. Nee, eine Küche scheint es hier nicht nochmal zu geben. Moment. Hier raus und Treppe runter. Ne? Irgendwie. Schon verirrt. So, hier ist dann auch der Aufzug wieder. Hätten wir uns den Weg auch sparen können. Und das scheint noch nicht lange zu stehen, weil diese Texturen jetzt geradezu, die sind noch relativ neu. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich hier von der Moonbase von nebenan noch ein paar Samen mitgebracht. Also, wenn jemand sie sich auf Akur Mond rumtreibt, kann aber Gute tun, indem er hier noch, was weiß ich, ein bisschen Durian, also noch zwei Tomate, ein Kürbis und noch drei Durian irgendwie rüber schaufelt. Dass wir das Feld hier vollkriegen, damit man sich hier versorgen kann, wenn es mal eng wird. Oh, was haben wir hier? Warum ist das nicht so schön? Ah, guck mal, hier unten ist noch ein zweites Feld, sehr gut. Aber alle dort verbrauchen, um neue ranzuzüchten, haben wir anscheinend nicht hier. Leer. Also alle Vertreter im Nahbereich. Also ich werde jetzt nicht jeden Container checken, also auch nicht nochmal hochrennen. Zwei fette Konstruktoren, leer und leer. Also ist das anscheinend auch nur ein Ausstellungsstück. Also hier wohnt keiner, hat sich keiner niedergelassen. Das Ding wurde praktisch nur gesetzt.
war's das. Das war's wohl anscheinend. Und auch nicht so richtig eingepasst. Weil hier auf der Treppe war ja auch noch ein bisschen Dreck. Nicht, dass da jemand die Beine bricht, das wollen wir ja nicht. Ah, guck mal hier, die auch drin fliegen können. Kleiner Hangar unten im Bauch. Schön. So, geht's noch weiter runter? Ne, das ist jetzt hier die Verbindung wieder hoch. Haben wir irgendeine Etage verpasst? Ne, ich glaube nicht. Ja, schön viel Glas. Abgefahrene Form. Das gefällt doch. Ah, hier ein bisschen platt gemacht. Warten, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Ja. Schönes Ding. Also, wie gesagt, astreine Basis. Suchen uns den Weg zurück zum Transporter. Irgendwo hier oben. Na. Hier lang. Hier sind wir reingekommen. Von hier oben. Juti, dann haben wir den Akkur-Mond auch fertig. Ja, den Akkur Orbit haben wir fertig und Akkur selber. Gut, dann fliege ich wieder zurück zu meiner Wanne, erspare euch den Weg. Ja, und dann sehen wir uns wieder vermutlich auf dem Weg nach Omikron. Schauen wir mal. Eine kleine Planänderung. Ich bin kurzerhand nach Hause geflogen. Ich bin jetzt hier wieder auf Dalo Prime, wollte einfach mal wieder nach dem Rechten sehen. Habe auch so ein bisschen meine Kisten ausgeräumt mit dem, was ich so zwischendurch hier eingesammelt habe. Ja, und für alle die, die nicht jede Episode dieses Let's Plays bis jetzt gesehen haben, einfach mal ein kleiner Rundgang. Das hier solltet ihr kennen, das ist die Wanne, mein Schiff, alles selbst gebaut, vielleicht auch irgendwann im Workshop zu haben. Und das hier ist mir spärliche Bleibe, einfach eine Plattform, eine Landeplattform, hier mit einer Bude, hier können wir runter zum Wasser, wenn wir wollen. Und das ist jetzt halt komisch ausgeleuchtet, weil die Scheinwerfer vom Schiff an sind. Die leuchten ja durch die Wand so ein bisschen durch, was ja auch nicht so toll ist. Super, ich schaff das, schaltet einfach mal ab. Schwupp. Oh, das ist halt natürlich dunkel. Wer hätte damit gerechnet? Wir machen Strom aus? Ja, na klar. Ja, reparier mal. Ihr habt ja vielleicht die eine oder andere Delle vom Andocken, vom Anlegen, irgendwie, irgendwo. Muss ja auch nicht sein. Da oben in der Neon Cat, die habe ich geschenkt bekommen. Ja, und hier mein zweiter Transporter, den ich auch reparieren wollte. Was ich habe mir ja mittlerweile einen zweiten gemacht. Das heißt, ich werde den hier auch ausräumen und dann komplett rausnehmen. Weil was soll ich mit zwei Transportern? Das verwirrt ja bloß die Galaxie, wenn es davon zwei gibt. Mein Old Hoover-Gerät würde ich auch gerne noch ein kleines bisschen optimieren. Ja. Kommen wir alles noch zu, wenn wir die Zeit haben. Jo, meine Basis, huch, hier ist ja ein Loch. Kommen wir gleich noch zu. Ja, und was anderes Merkwürdiges passiert. Ich hatte hier an der Wand, hatte ich mir so einen richtigen Kistenstapel gemacht. Mit meinen Ressourcen. Ist weg, ist völlig verschwunden. Fragt man sich warum, weil das stand lange, lange Zeit hier. Das waren auch über 10 Blöcke, habe ich extra darauf geachtet, damit das nicht automatisch vom System rausgenommen wird. Aber irgendwie... Ja, vielleicht muss das auch... immer wieder mal irgendwie angefasst werden. Und dadurch, dass ich so lange unterwegs war, kann es sein, dass das vielleicht despawned ist. Traurig ist es bloß, dass die Kisten, ich glaube, das waren 4 oder 5 volle Eisenkisten, ebenso viele Kupferkisten und so weiter und so fort, bis zum Rand gefüllt. Das ist alles weg. Ja, jetzt bin ich ein armer Astronaut. Hab nichts mehr außer diese Basis. Ja, und hier müsste ich auch mal wieder Tapete kleben. Was heißt wieder? Hier müsste ich mal, kicken mal oben. Das sind auch komische Reflexionen. Ne? Die Lampen. Da hoch. Ja. Whatever, was ist hier mit dem Loch? Ja, hier wollen wir mal gucken. Ich weiß natürlich, was mit dem Loch ist, aber ich mache es spannend. Tüdüm, 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 tüdüm. Hier unten Stromversorgung, beziehungsweise, ja, Generator. Ein kleiner reicht, das müssen ja nicht gleich viel große sein, wie auch immer. Ich glaube, ich bediene mich mal hier im Item-Menü. Um es mal einfach kurz zu machen. IM-Item-Menü.
Mach zu, Enter-Menü und ich hätte gerne so eine. Oh, Doppelklick. was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen gerade keinen Beton, glaube ich. So, dann gehen wir mal runter, was hier so los ist. Treppe, Treppe. Und das habe halt nicht ich gebaut. Also ich bin hergekommen, hö? Loch in der Wand? Treppen wie irre? Aber das hat einen Grund. Der, ja, mit noch bestimmt 1-2 Minuten Treppenlaufen verbunden ist, so wie es aussieht. Tüdüm, tüdüm, tüdüm. Ach, das noch. Käffchen. Möchte ich auch einen Keks dazu haben zum Stippen. So, Lampe wieder an. Sehen wir auch wieder ein bisschen was. Weiter rennen. Weiter rennen. Weiter rennen. Und wir sind unten. Also tiefer jetzt nicht. Das hier ist so Lavakruste. Kann man aber drauf rumlaufen, wie ihr seht. Ja, marschieren wir weiter. Marschieren wir mal immer, immer weiter. Zwischendurch gibt es ein Käffchen. Das könnte eine Fehlbohrung sein oder irgendeine Erweiterung, von der ich eigentlich weiß. Wir folgen einfach mal hier dem Haupttunnel. Irgendwie, ich glaube, da vorne kommt da Licht bzw. Nacht. Nachtlicht. Man weiß es nicht. Ach, come on. So, erstmal haben, dann lädt sich auch die Ausdauer ein klein wenig schneller. War das eben Doppelherz? Habt ihr das gehört? Ja, Sachen gibt's. So, jetzt bin ich aber voll. Ich bin auch der Meinung, dass das Ausdauer hier Pucker aufhören sollte, wenn man, was weiß ich, über 50 oder wieder über 100 Ausdauer hat. Das ist ein bisschen nervig. Das sieht aber auch alles ein bisschen aufgeschüttet aus. Hier kann das sein. Ist das hier nicht diese Pasta-Zeug, was aus der Tube kommt, wenn man mit dem Bohrer Sachen auftragen? Oder ist das... Ja, müsste eigentlich... Was hat er hier veranstaltet? Also Urheber ist Jockey. Und da müssten bei einigen auch schon so ein bisschen die Glocken klingeln. Die wissen, was hier so vom Server los ist. Jockey hat ja eine Einreise- und Bauerlaubnis für Dalo Prime bekommen. Etwas sehr, sehr Seltenes. Weil Dalo Prime ist ja gänzlich mir vorbehalten. So, und hier scheinen wir an irgendeinem Ende zu sein. Hier ist irgendein langer Aufzug. Ach, come on, hör doch mal auf. Mann. Und eine Treppe ins nächste. Ich glaube, wir nehmen den Aufzug. So. Und mit Shift-Taste. Gucken wir mal, wie lange das dauert. Weil das ist wieder so ein Bau der Superlative, würde ich sagen. Also was richtig Großes, auch wahrscheinlich was richtig Hohes. Und da freue ich mich schon drauf. Wenn das Ding fertig wird, werden wir wieder viel, viel Spaß haben. Wir haben ja sowieso viel Spaß hier auf dem Server. Was ist das hier? Okay, jetzt glaube ich, muss ich langsam auf GM umschalten. Also globaler Mod, dann kann ich hier ein bisschen fliegen. Und was natürlich auch doof ist, dass ich hier in der Nacht aufgeschlagen bin. Das macht es euch ja auch nicht unbedingt leichter. Ne? Guck mal, da ist der Aufzug. Night Vision, anders geht's jetzt nicht. Heißt das Night Vision? Nee. Heißt das Nacht irgendwas? Ja, so weit hier. Ach, das kann ich ja jetzt ja nicht einsetzen, weil ich hier so eine... Oder nee, ich musste da einfach was im Backpack haben. Katsching. Jetzt sehen wir auch was. Aufzug. Fette Klappe hier irgendwie. Und da oben jetzt weiter. Sit. Admin Power. Und hier oben aufgeschüttet. Oder ist das noch Land? Nee, ist aufgeschüttet. Und wir sind hier ganz weit oben. So, wo wohne ich denn? Da sind Jokies Angelegenheiten. Und ich glaube, ich wohne... Dort hinterm Berg, ja, da sieht man auch hier die Oink Oink und hinter diesem Berg wohne ich. So, was haben wir hier? Irgendeine komische gespenstische Anlage. Und ich will die Katze aus dem Sack lassen. Es wird eine Hoover-Rennstrecke. Und zwar doch schon etwas Besonderes, wenn ihr euch mal hier diese Steigung anseht. Das kann man fahren mit Hoovern. Mich selber davon überzeugt. Ich würde es nicht glauben. Mein Jockey, hier, nimm Hoover, fahr. Dann bin ich gefahren. Ja, und das wird uns auch hier als nächstes erwarten. Ich kann auch keine Terminierung machen. Man weiß noch nicht, wann es fertig wird. Das ist ja erstmal hier
Der grobe Bau, da kommt natürlich und kommen noch wahrscheinlich Wände, Lichter und so was alles. Auch ein Haufen nette Jumps. Da wird es irgendwie wahrscheinlich losgehen. Bisschen Zickzack. Upp, hier rüber, da lang, hier hinten lang. Und dann wird's knifflig. Einmal schräg hoch, hier schräg hoch. Na. Und war irgendwann hier oben. Irgendwann kommen wir denn da oben an und stürzen dann irgendwie bis unten runter. Ja, und Plan ist ja halt, dass das irgendwie durch meine Basis durchführen soll. Deswegen dieser lange Tunnel. Ups, da muss er schnell aufbauen. Ja, irgendwann kommen wir dann praktisch hier unten bei mir im Keller ohne Nachtsicht an. Daraus. Ja, große Planung. Freue ich mich, wie gesagt, schon drauf. Ja, was machen wir jetzt hier noch? Wir machen auf jeden Fall den GM wieder aus, weil wir wollen ja weiterspielen und dann gehe ich zu meiner Wanne und dann können wir eigentlich durchstarten. Denn ich wollte noch einmal bei Omikron, auf Omikron vorbeischauen. Wo ist jetzt hier Eingang? Zack. Aber wir können eigentlich Strom auch wieder anmachen. Ziehen die Lippe rein. Ihn hier habe ich alles soweit. Ein bisschen was zu fressen sollte ich, aber was zu essen habe ich vorne im Garten. Das kann ich mir holen, wenn es soweit ist. Ansonsten meine Schiffe habe ich dabei. Ja, dann auf geht's. Schubdüsen und Attacke. Gucken von außen. Ja, wie gesagt, Omikron. Einer der Startplaneten erwartet uns als nächstes. Ich bin mit Simplon und Akua fertig, denn ich fliege ja oder bin die letzten Episoden rumgeflogen, habe mir die Startplaneten angesehen, um zu gucken, ob es da irgendetwas zu löschen gibt, weil es echt viele Gebäude waren. Akua kennt jeder von seinem Creative-Spiel, von dem Solo-Spiel und das ist auch, ich sag mal, erste Wahl hier, wenn du auf den Server kommst. Und das haben bestimmt, ja, bestimmt 70, 80% der Spieler, die hier spielen, gemacht. Und das sind mittlerweile, glaube ich, knapp an die 120 Leute, die hier gespielt haben. Oder spielen. Nicht immer alle gleichzeitig aktiv, ist klar. Viele Leute finden ja auch andere Spiele, die sie toll finden. Was ja auch richtig ist. Keiner verpflichtet sich ja für ein Spiel für ewig. So, Omikron. Ist doch neben Opikron, oder? Hier unten war es. Das heißt, wir sind hier. Dann in diese Richtung. Ziel erfassen, bitte. Habe ich die Namen eigentlich an? Jetzt habe ich sie an. Space Trading. Orbit in diese Richtung. Ja. Und K. Wie mit Kararo. Können wir gleich nochmal Maß nehmen. Wir sind ja auf Transit sozusagen. Wir fahren ja bloß durch. Zielerfassung 6,74. Palimpalim. So, wie sieht es jetzt aus mit Kristallen? Auch 31 haben wir noch drin. Das dürfte gehen. Oh, das ist auch schöne Optik hier. Oh ja. Nice. Na, hier möchte man noch gleich anfangen, eine Station zu bauen, oder? Whatever. Die Map und Omikron mal bitte. In diese Richtung. Hier diese Kamera entriegeln könnt ihr mit der Alt-Taste übrigens, wenn ihr auch mal so ums Schiff rumschwenken wollt. Funktioniert eigentlich überall. Also auch wenn man normal rumläuft, wenn man auf dem Motorrad ist. Und weiter geht's. So, dann haben wir nach Omikron geschafft und hier ist ja im Orbit, wenn ich mal oben rechts gucke, eigentlich auch schon eine ganze Menge los. Schauen wir uns doch mal um. Großer Asteroid? Nee, das große Asteroid ist doch nicht wirklich witzig, so wie drehen jetzt hier die Kamera. Mit Mausrad zentriert man sie anscheinend wieder. Ah, so. Hier unten Projekt Orion. Innenbau. Okay. Großer Asteroid. Das Schiff heißt großer Asteroid. Okay. Dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung, wie das aussehen könnte. Die Grenzstation Narita von Boone und die Versorgungsstation. Haben wir hier Marker noch? Der hier, ja. Mit anderen Worten, waren wir hier schon mal. Tüdüm, tüdüm, tüdüm. Fliegen wir die doch einfach mal alle nochmal ab. Besteht hier, ich setze mal einfach überall Wegpunkte.
die automatisch verschwinden, wenn man dort ankommt. Und wenn wir die abgearbeitet haben, wissen wir, dass wir hier im Orbit alles hatten. So, der erste große Aster 4, 6, 4, 8, 11, 7. Und dann geht es hier in diese Richtung. Durch den fetten Asteroidencluster hier. Nicht, dass das eng wird. Mit einer dicken Wanne. Wobei ist ja eigentlich ein ziemlich kleines, großes Raumschiff, muss man mal ganz klar sagen. Oh, volle Kraft voraus. Ah ja, hier kann man mich noch dran erinnern. Hier hatte ich irgendwann mal gesagt, dass das vielleicht so eine Art Todesstern werden wird. Aber das wird wahrscheinlich doch bei einer flachen Scheibe bleiben. Und immer noch dieselben Schiffe, die hier anliegen. Könnte man doch eigentlich schon mal längsseits gehen? Und wieso? Man will ja auch nicht, dass sich diese Gravitationsdinger irgendwie behaken, obwohl die sind ja alle gleich ausgerichtet. Jue, dann machen wir die Schubdüsen mal aus, damit wir auf der Stelle bleiben. Und freuen uns auf die nächste Episode, weil dann werden wir diesen großen Keks begehen und uns mal anschauen. Aus der Ego-Perspektive. Und das Ding ist ein großes Raumschiff, weil jetzt sieht man hier an den Waffen, die da dran sind. Ja, Juti, machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.